Vorsicht! Ab so wenig Krankheitstagen kannst du bereits gekündigt werden. Und die Zahl ist viel niedriger, als ich gedacht hätte. Stimmt das wirklich, was der Finanznerd in seinem YouTube-Video uns mitteilt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In seinem YouTube-Video teilt der Finanznerd unter anderem Folgendes mit. Ich zitiere das mal wörtlich. Bei mehr als 6 Wochen im Jahr krank, also 30 Tagen, und einer für die Zukunft schlechten Prognose, also beispielsweise bei ständigen Infekten oder immer wiederkehrenden Beschwerden, darf der Betrieb den Mitarbeiter kündigen. Ist das wirklich so, wie uns der Finanznerd in seiner Videobotschaft sagen will? Schauen wir uns doch einfach mal an, was der Finanznerd so zu sagen hat. Vorsicht, ab so wenig Krankheitstagen kannst du bereits gekündigt werden und die Zahl ist viel niedriger, als ich gedacht hätte. Hey Robert, wie läuft's? Ach, hör mir auf, es ist voll nervig, zwischen Weihnachten und Neujahr jetzt arbeiten zu müssen. Ja, das stimmt, aber was soll man machen? Ich habe schon überlegt, ab morgen krank zu machen. Mach das lieber nicht, der Chef hat dich doch eh auf dem Kicker. Ich weiß, hab aber einen unbefristeten Vertrag und eine Krankenschreibung kriegt man doch immer. Mag sein, aber kündigen kann er dich trotzdem. Quatsch, meinst du? Ja, bei mehr als 6 Wochen im Jahr krank, also 30 Tagen und einer für die Zukunft schlechten Prognose, wie beispielsweise bei ständigen Effekten oder immer wieder wiederkehrenden Beschwerden, darf der Betrieb den Mitarbeiter kündigen. Oh. Recht hat der Finanznerd damit, dass im Grundsatz krankheitsbedingte Kündigungen möglich sind, wenn man mehr als 6 Wochen Kurzerkrankung hat im Jahr. Das ist also möglich. Aber dafür müssen 3 Voraussetzungen gegeben sein. Erstens, es müssen unzumutbare Fehlzeiten vorliegen. Zweitens, die Zukunftsprognose muss negativ sein und drittens, es muss eine Interessensabwägung zugunsten des Arbeitgebers ausfallen. Was unbedingt noch dazu gesagt werden muss, ist, dass die Arbeitsgerichte diese 3 Punkte genauestens überprüfen, meine Damen und Herren. Punkt 1, die gerichtliche Prüfung vorliegen unzumutbarer Fehlzeiten, das ist wahrscheinlich noch die einfachste Geschichte. Hier gilt, dass der Arbeitgeber bis zu 30 Fehltage pro Jahr hinnehmen muss. Ist der Beschäftigte mehr als 30 Tage, also 6 Wochen im Jahr krank, so gilt dies grundsätzlich für den Arbeitgeber als unzumutbar. Da gebe ich dem Finanznerd absolut recht, das ist auch unzweifelhaft. Punkt 2 der gerichtlichen Prüfung, die negative Prognose. Auch da gebe ich oder geben wir dem Finanznerd recht, was den Grundsatz anbetrifft. Aber wichtige Details gehören da trotzdem noch mit rein. Zum einen der 3-Jahres-Zeitraum und die Art und Weise der Prognosebeurteilung durch die Gerichte. Die Arbeitsgerichte prüfen immer die letzten 3 Jahre vor der Kündigung. War der Beschäftigte in den 3 Jahren immer mehr als 30 Tage krank, so droht eine Kündigung. Hier spricht man von häufigen Kurzerkrankungen. Mit einer Kündigung muss man leider auch dann rechnen, wenn eine dauerhafte oder langanhaltende Arbeitsunfähigkeit vorliegt. Dann kann eine negative Zukunftsprognose vorliegen. Die Feststellung dieser negativen Zukunftsprognose durch die Arbeitsgerichte ist aber sehr komplex. Die Arbeitsgerichte prüfen bei einer krankheitsbedingten Kündigung, ob wegen dem Gesundheitszustand des Beschäftigten auch in Zukunft damit gerechnet werden muss, dass dieser mehr als 6 Wochen im Jahr wegen Krankheit ausfällt. Bei der Beurteilung der Prognose spielen für die Arbeitsgerichte vor allem Art und Häufigkeit der Krankheiten eine Rolle. Hat man einen Unfall oder wird zum Beispiel der Blinddarm entfernt, so kann oder muss man sogar davon ausgehen, dass es nicht nochmal zu einem Ausfall kommen wird wegen dieser Erkrankung. Ja, wenn der Blinddarm einmal weg ist, ist er weg. Ist jedoch ein Beschäftigter immer wieder wegen der gleichen Sache arbeitsunfähig, so liegt nahe, dass eine chronische Krankheit vorliegt, die immer wieder zur Arbeitsunfähigkeit führen wird oder kann. Im Zweifel entscheidet bei der Prognosebeurteilung ein medizinisches Sachverständigengutachten. Dem Gericht muss immer eine Aufstellung der Krankenkasse über die Arbeitsunfähigkeitszeiten der letzten 3 Jahre vorgelegt werden. Diese muss die Diagnosen angeben. Also hier gibt es keinen Datenschutz zugunsten des Arbeitnehmers. Das Gericht kann dann Stellungnahmen der behandelnden Ärzte einholen. Sollte sich die Prognose dann nicht beurteilen lassen, also kann dann das Gericht die Prognose von sich aus nicht beurteilen, kann und muss sogar ein medizinisches Sachverständigengutachten eingeholt werden. Sie sehen anhand
nur dieses zweiten Punktes, der Feststellung der negativen Zukunftsprognose, wie schwierig hier die Feststellung ist. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das ist die sogenannte Interessensabwägung. Dieser Punkt der gerichtlichen Prüfung krankheitsbedingter Kündigung ist extrem wichtig und gehört aus unserer Sicht unbedingt zum Sachverhalt dazu. Bei der Interessensabwägung spielt es zum Beispiel auf Seiten des Arbeitgebers eine Rolle, ob und welche Probleme dabei auftreten, um den kranken Beschäftigten zu ersetzen und wie hoch die Kosten der Entgeltfortzahlung sind. Auf der Arbeitnehmerseite berücksichtigen die Gerichte immer besonders, wie lange ein Arbeitsverhältnis bestanden hat. Je länger die Beschäftigungsdauer und damit auch je älter der Betroffene ist, umso mehr Rücksicht wird vom Arbeitgeber verlangt. Wichtig ist auch, ob ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement durchgeführt wurde. Wenn allein ein solches fehlt, kann es das gewesen sein mit der Kündigung. Das Thema krankheitsbedingte Kündigung ist nicht so einfach, rechtlich sehr komplex und mit vielen Hürden. Die Videobotschaft vom Finanznerd ist klar. Jeder sollte aufpassen, wie oft der Arbeitnehmer im Jahr Kasse macht und warum. Wichtige Details sollten aber benannt werden, damit sich die Video-User von der komplexen Rechtslage ein Bild machen können. Ich sage, im Zweifel gehen Sie lieber zum Fachanwalt für Arbeitsrecht und prüfen, ob bei Ihnen eine Kündigung wegen Krankheit drohen kann oder wenn die Kündigung auf dem Tisch liegt, dann Klage innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt der Kündigung einreichen. Dann wird es aber haarig. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und lieber Finanznerd, beste Grüße aus Halle-Saale.